Ja, jetzt geht's los. Jetzt ist die Theorie so ein bisschen vorbei und ja, gleich schon das erste Training. Ich freue mich drauf. Der Blick bei mir ist jetzt gar nicht auf der EM, sondern erstmal auf der Mannschaft. Wir haben auf Rücker Mitte sicherlich ein Problem, auf halb rechts Probleme gehabt mit Absagen, mit Verletzungen. Da müssen wir einfach jetzt in diesen zwei Spielen uns bestmöglich einspielen. Und auch ich möchte mich natürlich hinter der Abwehr irgendwie einspielen. Ich denke, für die Spieler aus der Bundesliga wird es sehr wichtig sein, dass sie diese Balance finden zwischen Regeneration und Vorbereitung, Spannungsaufbau für die Europameisterschaft. Und für mich geht es natürlich vor allem wieder reinzukommen in den Handball. Und insgesamt als Team müssen wir eben dieses Gefühl aufbauen, dass wir eine Einheit sind, dass wir zusammen die Europameisterschaft gewinnen wollen und dass wir eben einfach Geilheit auf das Turnier in uns entfachen. Ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen. Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie wir es schaffen, diese Geilheit, von der ich eben sprach, auf das Training, auf die Spiele zu übertragen. Also schaffen wir es eigentlich, hole den Vergleich jetzt mal, obwohl er oft genutzt ist, wieder her, 2016-Gefühl zu schaffen, dann einfach ich sag mal, diese Unbekümmertheit an den Tag zu legen und einfach nur Handball spielen zu wollen, diesen Handball zu genießen. Oder ob wir uns in irgendwas reinsteigern und irgendwelche überzogenen Erwartungshaltungen an uns selbst verfallen und daran verzweifeln. Oder, wie gesagt, einfach optimalerweise unseren besten Handball spielen und das zusammen. Ja, die Vorfreude bei mir persönlich ist schon länger da. Ich glaube, wir haben eine Riesenaufgabe vor uns, wissen aber auch, dass wir, wenn wir uns gut präsentieren, wenn wir als Team zusammenfinden, eine Riesenchance haben, ein richtig gutes Turnier zu spielen und vielleicht auch mit einer Medaille abzuschließen. Von daher, bei mir ist es riesengroß, schon länger. Aber bei der Mannschaft merkt man natürlich, jetzt kommen sie wieder zusammen, freuen sich aufeinander, haben eine harte Bundesliga-Saison oder Runde vor sich gehabt. Und ja, jetzt kommt die heiße Phase. Wir haben noch zwei Spiele, ein paar Trainingseinheiten und hoffen uns jetzt möglichst schnell einzuspielen.